Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial von Mr. Dixon. Ja, Entschuldigung, in dem Video werde ich euch zeigen, wie allgemeine Codes, wie zum Beispiel Moonjump oder vor den Countdown losfahren bei Mario Kart, wie ihr hacken könnt. Es gab hier schon ein Tutorial von mir, aber ich möchte das in dem einfach nur mal ein bisschen besser erklären und ja. Es geht auf den ersten Link in der Beschreibung. Da kommt ihr auf diese Seite. Also wenn ihr Mario Kart haben wollt, geht ihr hier auf M und auf Port. Mario Kart Wii RMCP01. Da geht ihr drauf. So, dann seht ihr hier die ganzen Codes. Also ich mache es immer so. Ich gehe hier auf Text, TXT. Und dann werden die Dateien gedownloadet. Das dauert einen kurzen Moment. Okay, das ist komisch. So, jetzt muss es gehen. So, und dann liegen hier die Dateien. So, dann braucht ihr aus meinem anderen Video den Link Code erstellen. Hier seht ihr den. Und öffne den Code Manager und nochmal. So, dann geht ihr auf File, Open Text File und sucht die Datei, die ihr gerade gedownloadet habt. In dem Fall ist es. Ich glaube, hier. Dann geht ihr auf Öffnen. Und dann seht ihr ganz viele Codes. Deswegen würde ich das auch empfehlen, weil da habt ihr ganz schön viele. Okay, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Codes. Instant Pow, also ist jetzt zum Beispiel das ist Pow gleich, dann noch Moonjump, No Countdown, das ist der No Countdown tot. Cool. Tot. Ja. Dann, wenn ihr fertig seid, geht ihr auf Store Notifications, dann nach Store, dann auf Export GCT, ja. Dann wählt ihr das SD-Card aus und geht auf Store. Und dann auf OK. Und dann habt ihr das gedownloadet und seid dann eigentlich auch schon fertig. Also tut die SD-Karte dann in die Wii, ladet Gecko OS, das müsst ihr euch auch noch downloaden. Am besten schaut ihr euch einfach nochmal mein Video, wie hackt man Mario Kart Wii an. Also vielleicht, ich lege euch den Link in die Beschreibung und ansonsten danke fürs Gucken und ja.